Mein Name ist Andris Schön, ich komme von Graubünden. Ich werde Ende März 20 und ich habe Morbus Crohn seit dem 2016. Mit der Diagnose Morbus Crohn geht es mir heute sehr gut. Also ich habe keine Einschränkungen, weder im Praktikum bzw. im Berufsleben noch beim Sport oder sonst irgendwo. Und mit dem Medikament läuft es auch super. Meine Werte sind relativ tief. Und allgemein im Leben habe ich keine Beschwerden. Beim Zeitpunkt der Diagnose haben sich sehr viele Fragen gestellt. Also, gerade am Anfang habe ich schon den Schlag getroffen, als ich gehört habe, was das alles für Folgen könnte haben, beziehungsweise für Nebenkrankheiten. Jedoch hat sich das schnell eingependelt, weil ich gewusst habe, also auch zu diesem Zeitpunkt ist mir es eigentlich immer recht gut gegangen. Und darum bin ich dann schnell zuversichtlich geworden. Also am Anfang waren die Werte relativ hoch, also bei etwa 1800. Das Kalprotektin, so ein Messwert für den Entzündungswert. Und, aber ich habe körperlich nie etwas gespürt. Also ich habe keinen Unterschied gespürt, ob jetzt die Werte tief sind oder eher hoch. Und nachdem dass ich dann am Anfang einmal das Medikament gewechselt habe auf Humira, also so eine Spritze, sind dann auch die Werte runter und körperlich ist mir eh schon immer gut gegangen. Und von dem her sind dort auch die Werte wieder tiefer. Also am Anfang, muss ich sagen, ist schon also viel Arztbesuch. Und auch, ich habe dort auch noch die Flüssignahrungstherapie gemacht mit Modulen für etwa 2 Monate eigentlich, oder ein bisschen mehr als 1 Monat, 1,5 Monat nur Flüssignahrung. Dort bin ich ein bisschen beeinträchtigt worden. Aber sonst so sportlich, schulisch, bin ich eigentlich praktisch nicht beeinträchtigt worden. Am Anfang einfach recht viel Arztbesuch. Am Anfang war fast jede Woche das der Fall gewesen. Aber körperlich ist es mir immer gut gegangen und schulisch konnte ich alles normal machen. Und darum bin ich hier eigentlich noch recht gut durchgekommen. Also ich habe immer offen kommuniziert, dass ich die Krankheit habe. Und es ist auch sehr offen aufgenommen worden. Ein paar haben sich auch schlau gemacht, haben nachgefragt und so. Also es war nie ein grosses Problem. Was sicher auch hilfreich war, dass ich nicht gross betroffen war. Also nicht gross gefehlt habe wegen dem. Das hat sicher auch dazu beigetragen. Aber viele haben sich informiert und haben gefragt, was das ist. Und ich habe immer gerne Auskunft gegeben und erzählt. Also die Werte sind teilweise schon wieder ein bisschen erhöht gewesen, aber körperlich habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Also es ist immer, ich bin immer in der Schule gewesen, also ich habe noch nie gefehlt wegen Morbus Crohn in der Schule. Teilweise sind die Werte, wie gesagt, aufgegangen, aber es ist alles genau gleich weitergegangen. Also es hat keinen Unterschied gegeben im Alltag, ob die Werte tief sind oder hoch. Ich merke keinen Unterschied diesbezüglich. Also mein Leben mit Morbus Crohn ist aktuell so in meinem Alter eigentlich ganz normal. Ich kann all meine Verpflichtungen nachgehen. Also im Praktikum ist alles ganz normal. Sportlich kann ich alles machen. Ich habe Humira, so eine Spritze, die nehme ich alle 2 Wochen. Nehmen. Und zweimal im Jahr bin ich beim Arzt und das wäre es eigentlich schon. Also körperlich bin ich eigentlich, ist alles super. Merke ich gar nichts von der Krankheit. Und ja, darum bin ich auch sehr dankbar, dass es so reibungslos verläuft. Ich würde sagen, das Verhältnis mit der Geschwister oder mit der Eltern seit der Diagnose von Morbus Crohn hat sich eigentlich nicht gross verändert. Also, das kommt sicher auch, ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass ich nicht so krass betroffen bin davon. Am Anfang, also da bin ich sicher sehr dankbar gewesen, haben sicher geschaut, wie es mir geht, haben auch mitgedacht, wenn ich so haben müssen, her und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen grossen Unterschied gemacht hat, mit oder ohne Krankheit. Ja, also wegen der Aufmerksamkeit, wegen der Krankheit im Vergleich zu meinen Geschwistern, klar, es ist vielleicht am Anfang schon recht viel mehr das Thema gewesen, gerade auch am Familientisch. Aber es hat sich relativ schnell gesetzt. Also, am Anfang war ein grosser Schock da, aber nachher hat sich das normalisiert. Und jetzt fragen sie höchstens einmal nach wegen der Spritze oder wie es läuft. Aber es ist jetzt nicht so ein riesiges Thema. Also in Bezug auf die Zukunft mit dieser Krankheit bin ich eigentlich recht zuversichtlich.
Klar, man fragt sich immer, ja, es könnte auch immer kippen, also dass mir nicht mehr so gut geht, wie es mir jetzt geht. Aber dass mir jetzt schon seit 6 Jahren oder so schon super geht, bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Klar, was auch ein bisschen Angst macht, die möglichen Nebenkrankheiten, die auftreten können, also dass man höhere Risiken hat bei anderen Krankheiten. Da denke ich schon noch etwas dran. Aber grundsätzlich bin ich zuversichtlich, weil es bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut. Also mein Wunsch für all die Betroffenen von diesen chronischen Darmkrankheiten wäre, dass weiterhin daran geforscht wird, dass neue Medikamente auf den Markt kommen, dass für jede einzelne Person das geeignete Medikament kommt und dass da so vielen geholfen wird mit eben neuen Medikamenten, neuen Therapieansätzen und dass es so den anderen besser geht, die gerade leiden.